Und dann ging es ab. Lichter, Geschreie, Waffen. Und ich dachte im ersten Moment irgendwie, das ist ein Überfall. Aha. Was war das Heftigste, was du im Darknet jemals gesehen oder erlebt hast? Gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, wow, oder... Ja, tatsächlich. Was geht ab, Friends, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eher zu einem Special-Video, denn ihr seht schon, neben mir sitzt Martin Frost und dieser Kerl hat Millionen im Darknet verdient. Nicht nur das, auch eines der, ja, größten Online-Verbrechens der deutschen Geschichte. Und denn der Martin hat sich ein riesiges Online-Imperium im Darknet aufgebaut. Die hatten einen Darknet-Markt gegründet, welcher der zweitgrößte zu dieser Zeit im Darknet war. Wall Street Market hieß der. Ihr kennt es ja selber von meinen Videos, wenn wir auf diesen Marktplätzen uns rumtreiben und so. Schön, dass wir es geschafft haben, dass es geklappt hat mit dem Video und mit dem Interview. Gerne. Freut mich, dass du da bist. Ich hoffe, dir geht's gut. Mir geht's gut. Ich sag's ja immer den Umständen entsprechend halt, aber mir geht's gut soweit. So muss das sein. Und ja, ich würde dich direkt mal fragen, wie kommt man überhaupt auf die Idee? Also, du wirst ja nicht einfach in deinem Zimmer gesessen haben und gesagt haben, hey, ich werde jetzt so einen Dark Web Marktplatz gründen. So nicht, aber tatsächlich entsteht es aus dem Kinderzimmer raus, solche Sachen, ne? Wenn ich mal zurückdenke, bei mir hat es so angefangen mit der Fraud-Szene. Also gar nicht Darknet, sondern so Cybercrime-Geschichten, ne? Also Kreditkartenbetrug, Phishing, alles, was damit zu tun hat. Und so auf diese Szene bin ich im Alter von 15 Jahren oder so gestoßen, ne? Okay. Und am Anfang liest du da einfach nur, ne? Du liest so mit, da gab es damals irgendwie 1337 Crew, Hacksektor und solche Geschichten. Das kennen Ja, viele ja, ja. bestimmt noch. Und mich hat das voll fasziniert als junger Mann, als Jugendlicher. Und dann war ich erstmal sehr aktiv, na, eigentlich passiv in dieser Fraud-Szene drin, habe nur gelesen. Und später habe ich dann da, lernst du Leute kennen, du unterhältst dich über Jabber. Und das alles ist dann irgendwann in Wall Street Market gemündet. Das war aber ein langer Weg im Endeffekt. Und wir hatten irgendwann, wir haben gemerkt, wir waren diese Dreierkonstellation, wir haben gemerkt, wir ergänzen uns sehr gut. Jeder hat so Skills, die der andere nicht hat. Und eines Tages haben wir uns gedacht, hey, Darknet, da gibt es Marktplätze irgendwie, haben uns das angeguckt und wir haben einfach gesagt, wir können es besser machen. Am Anfang war das wirklich auch so, ich sage es immer wieder, aber ist halt so echtes technisches Interesse. Und du hast auch nicht gedacht, jetzt verdienen wir irgendwie die fette Kohle, weil damals gab es irgendwie Alphabay, Dream Market, so diese ganzen Das großen waren so die Marktplätze. größten quasi, Hansa ja. Market war noch dabei. Und dann haben wir eigentlich angefangen, so ein Jahr lang einfach nur zu entwickeln. Aber ihr habt euch ja quasi im Darknet kennengelernt. Also ihr habt ja, Ja, oder wir haben uns wie kann man sich das in der vorstellen? Clearnet-Szene Ah, okay. kennengelernt, in der Fraud-Szene Also im eigentlich. normalen Internet. Genau, im normalen Internet, wo, ich meine, die Fraud-Szene ist ja auch, sag ich mal, verborgen, Ja, ne? ja, ja. Da ist man auch anonym unterwegs. Also wir haben auch da uns auch nicht mit Namen gekannt oder so, sondern nur unter unserem Ja, Pseudonym. ja, ja. So haben wir uns kennengelernt. Und wir sind erst relativ spät so auf dieses Thema Darknet dann gekommen, nämlich wirklich so mit der Gründung von Wall Street Market Oh, erst. okay. Vorher haben wir uns gar nicht so mit Darknet beschäftigt. Wir hatten sogar am Anfang eine Clearnet-Domain. WSM.to hieß es. Aber was gab's da? Was habt ihr da gemacht? Das war, also WSM.to war Wall Street Market. Ah, Nur und wir ihr habt hatten das halt dann eine bei. Ah, Clearnet-Domain. verstehe, Wir waren am Anfang nicht nur im Darknet, okay. sondern wir hatten auch diese Clearnet-Domain. Das ist aber in der Darknet-Community natürlich gar nicht angekommen. Okay, So, klar, natürlich. weißt du ja. Ja. Und deswegen haben wir die dann auch auf Druck eigentlich von der Community irgendwann dann abgeschaltet. Ah, Und okay. waren dann quasi nur noch im Darknet unterwegs. Aber ihr habt euch ja quasi dort kennengelernt. Sprich, ihr wusstet quasi, wenn wir jetzt ein bisschen nach vorne springen, bis zum Urteil eigentlich eure privaten Namen gar nicht. Ja, also bis zur Verhaftung wussten wir nicht, wer sind die anderen. Ja. Du wusstest deutschsprachig fertig und du kanntest die Pseudonyme, Ja. also die Nicknames und mehr nicht. Schon verrückt. Aber ihr habt ja, also jetzt persönlich auch auf dich bezogen, du hast ja quasi, ihr habt ja den Marktplatz gegründet. Aber wie hat das bei dir angefangen? Also warst du davor schon im Dark Web tätig? Bist du öfters mal schon, als du vielleicht jünger warst, ins Darknet gegangen? Oder war das wirklich so ein Ding, dass du gesagt hast, ich finde es total interessant und ich möchte jetzt einfach direkt wirklich reingehen? Ich fand das wirklich sehr interessant. Ich habe mich, wie gesagt, davor mit der Fraud-Szene beschäftigt. Und viele fangen übrigens auch so an, ne, wie ich. Das merke ich auch mit Jungs, die schreiben aus der Szene. Shiny Flakes zum Beispiel hat genauso angefangen. Ja. Die fangen in der Fraud-Szene an. Die machen dann erstmal
lesen, wie geht Kreditkartenbetrug, dann schreiben die ihre ersten Skripte. Okay. Und dann fängt es schon an, dass du so die Berührungsangst verlierst und auch so ein bisschen, das verschwimmt so, was ist richtig, was ist falsch. Mhm. Das alles hat so einen Game-Charakter. Ja. Ne? Sowas, ja. Gerade, du kannst es bestimmt nachvollziehen, gerade so als junger Mann, denkst du, geil, ich sitze hier vorm Rechner und es hat was Abstraktes, du siehst keine Opfer. Ja, richtig. Du siehst gar nicht, was du da machst. Und ich weiß, in der Szene ist es, da gab es Teamspeak damals, das war unter den Leuten, die da aktiv Carding gemacht haben oder Phishing, war das wie so ein Sport, wie so Highscore-Brechen, wer macht es besser, wer macht mehr. Und so haben wir eigentlich auch angefangen. Und mit dem Darknet haben wir uns dann wirklich erst beschäftigt, als wir auf dieses Thema Marktplätze gekommen sind. Mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, Marktplätze, die müssen alle im Darknet sein, so, ne? Will jeder so haben, ist halt anonym. Und deswegen sind wir dann auch ins Darknet gegangen, tatsächlich. Ihr hattet ja quasi jeder so seinen eigenen Skill sozusagen. Genau. Also du warst ja eher so... Ich habe eher so Marketing gemacht, genau. Wir hatten einen, der hat primär so Serveradministration gemacht und der andere hat eigentlich fast nur gecodet. Aber das verschwimmt natürlich so ein bisschen. Ne? Ja. Jeder ist dann mal, macht mal einen Server, codet mal ein bisschen, macht Support-Tickets oder solche Sachen. Ne? Aber wir hatten uns da schon, sag ich mal, jeder hatte so seine Schwerpunkte. Also habt ihr euch quasi so perfekt ergänzt, so zu dritt? Ja. Ihr wart so das perfekte Trio. Voll. Und ich glaube auch, dass wir auch im richtigen Leben richtig was gerissen hätten. Ne? Wir haben es halt einfach falsch eingesetzt. Ja. Ihr habt dann quasi, ihr habt euch die Plattform dann wirklich erstellt und wie hat das Ganze dann bei euch angefangen? Ich meine, man muss ja irgendwie an Kunden kommen. Die ist ja nicht einfach da, die Plattform, und auf einmal kommen alle. Genau, und es ist im Darknet auch nicht so, dass du da Suchmaschinenoptimierung machen kannst, genau. Ne? Im richtigen Internet oder Anzeigen schalten. Es gab damals auf Reddit, gab es ein Subreddit, Darknet Markets hieß der. Das war so eigentlich die größte internationale Community, wenn es so um Darknet Marktplätze geht. Und die hatten eine Superlist damals, das weiß ich noch, ne? So eine Liste, wo so die besten Marktplätze aufgeführt sind. Und da haben wir natürlich dann irgendwie so einen Thread erstellt, haben uns vorgestellt und so. Und so probierst du dann, dich zu vermarkten. Es gibt auch im Clearnet Seiten, Deep.web damals zum Beispiel, die hatten auch so eine Top-Liste mit Marktplätzen. Da probierst du dann reinzukommen. Aber im Endeffekt ist es im Darknet schon so, dass es eigentlich Mundpropaganda ist im Endeffekt. Ne? Mhm. Die Leute sind sehr, sehr kritisch und skeptisch, wenn ein neuer Marktplatz kommt. Und da am Anfang, die ersten paar Jahre, haben wir eigentlich gar nicht richtig verdient, sondern nur entwickelt, weil die Leute halt nicht kommen. Im Endeffekt läuft es im Darknet so, der Markt kann technisch so gut sein, wie er will, aber im Endeffekt läuft es so, es werden andere Markets gehen offline, entweder weil die busted werden oder weil sie einen Exit machen. Und dann rutschen die Leute nach. Und so war es auch bei uns. Wir sind halt einfach nachgerutscht. Und irgendwann, als dann am Ende war ja Dream Market auch offline und dann ging es halt komplett, ist eskaliert. Weil ihr quasi so von der Rangliste einfach immer höher gerutscht seid. Und das hat dann schlussendlich auch dafür gesorgt, dass ihr dann quasi so weltweit der zweitgrößte wart. Ja. Was Wahnsinn ist. Also wenn man sich das mal überlegt, ist es verrückt. Und wie kann man sich das vorstellen? Ihr habt dann quasi den Marktplatz gehabt und dann kamen im Laufe der Zeit, im Laufe der Jahre immer mehr Kunden. Ja. Die dann quasi... Kannst du es vielleicht mal erklären, wie das allgemein funktioniert? Also ihr habt dann quasi die Plattform geboten. Man kann sich das ja vorstellen wie Amazon zum Beispiel. Ja, eher eBay. Oder eBay. Ja, stimmt. Theoretisch stimmt. Weil das sind ja Privatpersonen, die dann quasi... Genau. Eher eBay. Und die haben dann quasi ihre Sachen angeboten und externe Leute konnten dann ganz normal dort Sachen kaufen. Oder wie kann man sich das vorstellen? Genau. Also im Endeffekt ist es so, du kannst dich als Käufer anmelden oder als Verkäufer. Mhm. Ja. Und wir bieten halt so die technische Infrastruktur, damit Trades zustande kommen. Wir machen den Treuhand im Endeffekt. Mhm. Also so ein Trade funktioniert so, ne? Es ist ganz ähnlich wie eBay aufgebaut, mit Bildern, mit Bewertungen und so. Du suchst dir was aus, gibst da die Menge ein, 5 Gramm von was weiß ich, Kokain, Gras. Ja. Du bestellst dann kriegst du für diese Bestellung kriegst du eine Bitcoin-Wallet als Kunde. Aber du bekommst dann eine eigene quasi für jede Bestellung eine eigene Wallet. Okay. So haben wir das gemacht. Andere Marktplätze hatten ja Deposit, also Guthabensystem. Das war bei uns nicht so. Ah. Bei uns war es immer so, der Käufer kauft. Mhm. Dann hast du links so den Status der Bestellung, die Bitcoin-Adresse, wie viel du überweisen musst. Und rechts ins Chatfenster, wo der mit dem Verkäufer kommunizieren kann. Oh, okay. Und wir haben das dann halt so gemacht im Endeffekt. Der Käufer überweist. Mhm. Dann sieht der Verkäufer, Geld ist angekommen. Mhm. Ich verschicke jetzt. Der markiert als verschickt. Und im Optimalfall... wenn die Ware ankommt,
dann tut der Käufer einen Button drücken, ist angekommen, das Geld wird an den an die Wallet von dem Verkäufer überwiesen. Ah, und dann wurde es quasi erst genau, freigeschalten. Genau, okay. Minus unsere Provision halt. Ne? Und so hat das Ganze funktioniert im Endeffekt. Also ich denke mal, das Hauptgeschäft waren Drogen. Ja, ja. Was habt ihr noch angeboten? Also ihr habt ja bestimmt Richtlinien gehabt und wo es bestimmte Sachen gab, die ihr nicht verkauft habt. Aber ja, was war so? Also ich würde jetzt schon sagen, der größte Teil Drogen. Mhm. Und dann hatten wir noch digitale Güter. Und unter digitale Güter im Darknet versteht man jetzt halt keine Game Keys. Ja. Wobei gab es auch gefakte. Aber da geht es dann halt um Kreditkarten, PayPal-Accounts, Ausweise, andere Dokumente. Solche Sachen haben wir, wurde angeboten von Verkäufern. Was wir nicht erlaubt haben, waren Waffen und jegliche Art von Pornografie oder Menschenhandel oder solche Sachen. Das habt ihr komplett rausgelassen. Das haben wir komplett rausgelassen. Also wir hatten tatsächlich auch Regeln. Ja. Also auch wir hatten auch Frage und Antwort. Ne? So kann man sich halt eigentlich gar nicht vorstellen. Ja, wie so ein richtiger Shop halt. Ja. Und das wollten wir halt nicht haben. Und das haben wir auch tatsächlich kontrolliert, soweit es geht. Und ja, aber der Großteil werden schon Drogen gewesen sein. Gab es Leute, die es auch teilweise versucht haben, solche Sachen hochzuladen, die verboten waren bei euch? Gab's das? Ja, das gab's. Aber wir hatten, also unser System war auf Level basiert. Mhm. Ja, wir hatten, die Verkäufer hatten Level von 1 bis 10. Daran sind auch die Provisionen gebunden gewesen. Das heißt, die Level 1 Vendoren hatten eine höhere Provision als die Level 10 Vendoren. Mhm. Und bis zu einem gewissen Level müssen Angebote manuell freigeschaltet werden. Das heißt, ihr habt die zur Überprüfung bekommen? Genau. Oh, okay. Genau. Und bei größeren Vendoren oder wenn die mal eine bestimmte Anzahl verkauft hatten, dann werden die natürlich automatisch freigeschaltet. Weil man das war auch der größte Teil, weil das kriegst du ja auch gar nicht hin, natürlich. Arbeitstechnisch. Aber wir hatten auch eine Meldefunktion und die Community hat sowas natürlich dann auch gemeldet. Also war schon so eine relativ treue und Community, die dann wirklich auch gesehen hat, okay, das geht gar nicht, wir melden das. Ja, und natürlich scheißen sich auch Verkäufer immer gegenseitig an. Ne? Glaube ich, klar. Jeder will der Beste sein, jeder hat das bessere Zeug so im Endeffekt. Ne? Ja. Weißt du zufällig, was das allererste Produkt war, was ihr verkauft habt? Kannst du dich daran erinnern, was das allererste war? Nee, könnte ich dir nicht sagen. Also ich habe mir nie auch so um diese Produkte Gedanken gemacht. Für mich war das einfach nur, das hätten auch Zahnbürsten sein können. Ne? Also für mich, ich habe mich damals auch nicht, das war mir egal. Ja. Das war mir echt egal, ob da jetzt, was das erste, das letzte ist. Ich habe auch nie irgendwie so im Einzelnen geguckt, was läuft da jetzt, sondern so dich interessiert, so das Technische, läuft's gut, wie ist der Umsatz, solche Sachen dann später. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, was als erstes gelaufen ist oder was am meisten gelaufen ist. Also so subjektiv gefühlt ist am meisten bestimmt Weed und Kokain gelaufen, bin ich mir ziemlich sicher, so vom Gefühl her. Aber ich könnte es im Einzelnen nicht sagen. Und dieses Drogenthema habe ich mich halt damals auch gar nicht mit beschäftigt. Ich habe es halt ein bisschen, wie man es als Mensch halt so macht, ne? Machst deinen Marktplatz, denkst, Grauzone, Drogen, klar, illegal, aber du tust es dir schönreden, sagst, die machen, die nehmen ja eh, wenn ich es nicht mache, macht es jemand anders. Ja, ja. Ne? Das sind so die Standardausreden, die du dir so selber zurechtlegst. Und dann war ich, für mich in meinem Film, habe mich damit gar nicht mehr beschäftigt. Ne? Deswegen könnte ich dir nicht sagen, tatsächlich. Ist aber auch schwierig. Ich stelle es mir allgemein auch wirklich schwierig vor, wenn du jetzt wirklich vor deinem PC sitzt und jetzt was Kriminelles machst, ist nochmal was ganz anderes, wie wenn du jetzt auf der Straße bist und da was machst. Und ist auch irgendwie surreal, oder nicht? Ja, das ist so ganz abstrakt in der Kriminalität, weil du nicht siehst, was du anrichtest, wenn du dich nicht wirklich damit beschäftigst. Genau. Also ich vergleiche das echt, ich bringe jedes Mal den Vergleich, aber der passt einfach. Das ist wie ein Drohnenpilot. Der drückt auf den Knopf, sind irgendwie 15 Leute tot, aber dem eine Knarre in die Hand geben und einen Menschen, das ist nochmal was anderes. Ganz anderes. Und deswegen, ich merke das auch in der Szene. Ich habe auch wirklich viele Leute, die mir schreiben, die ausgestiegen sind wegen meiner Story. Das freut mich mega. Cool. Und die sagen auch, ja Mann, das ist eher so ein Spiel und ich bin mir noch gar nicht bewusst gewesen, was ich alles mache, was da alles dranhängt noch. Ne? Ja. Weil im Endeffekt, egal ob es Phishing ist oder das, was wir gemacht haben, du schadest andere Leute ganz massiv damit. Ja. Ne? Und auch bei uns, Drogen. Ne? Es gibt so dieses, vor 4 Jahren hätte ich wahrscheinlich gesagt, ja und, die nehmen doch sowieso oder so. Ja. Ne? Ist doch nicht mein Problem. Aber, ne? Ich habe mit vielen Leuten geredet, die konsumieren heftige Schicksale teilweise und da bin ich mit Schuld dran. Und was man nicht vergessen darf, der Weg, den so eine Droge geht und was viel Leid und Blut da dran lebt. Ne? Wenn wir uns mal in Südamerika umgucken, da sterben Menschen für das Geschäft. Ja, ne? Wahnsinn, ja. Und das haben wir natürlich unterstützt, auf jeden Fall. Ja, klar. Und das ist eine Sache, Internetkriminalität, sehr abstrakt, weil du keine Opfer siehst und deswegen ist es schwer zu erkennen oder es ist, anders gesagt, es ist leicht,
das an die Seite zu schieben. Mhm. Weil du hockst ja gemütlich in deinem Büro, in deinem Zimmer, hast deinen Kaffee, ist warm. Ja. Ne? Ja. Genau, und das ist auch so der Punkt, wo ich mir auch denke, das ist einfach der Unterschied. Es fühlt sich einfach nicht so real an. Weil es einfach online ist. Ja, fühlt sich nicht so real an. Du sitzt davor, machst da deine paar Klicks und du bekommst nichts mit. Du siehst die Personen nicht, die dahinter stecken. Null. Du siehst einfach nur die Aktionen, die getätigt werden. Wie habt ihr aber dann schlussendlich den Umsatz davon gemacht? Weil ihr müsst ja dann quasi, wenn da jetzt jemand war, der hat was angeboten, der hat es verkauft, die andere Person hat es gekauft, hat dafür gezahlt. Wie ist es bei euch abgelaufen? Wie habt ihr dann quasi Geld dadurch verdient? Also unser Geschäftsmodell war im Endeffekt, dass wir Provisionen genommen haben für jeden Handel. Okay. Und es ging so je nach Vendor-Level von, ich glaube, 5,6% bis 1,8%, irgendwie sowas in dem Dreh. Und im Endeffekt, der Käufer kauft, Ware ist angekommen, das ist ja bei uns auf die Wallet. Mhm. Wir senden weiter, einen Teil an den großen Teil an den Verkäufer und einen kleinen Teil an uns, an unsere Wallet. Und so haben wir Geld verdient. Und es gab dann auch noch Featured Listings, also auf der Startseite platziert, die sechs Angebote, auf die konnte man bieten. Ah, okay. Mit Bitcoins. Ja. Und es gab auch noch so Sticky Listings, hieß das, in jeder Kategorie, dass die oben angestickt werden, die haben dann auch gekostet. Mm. Und so haben wir probiert, es zu monetarisieren. Okay. Weil du hast ja auch gemeint, dass die Verkäufer ja quasi so verschiedene Stufensysteme hatten. Also du hast dich quasi, umso mehr du verkauft hast, oder wie ist das? Wir hatten da eine Formel, also das hing zusammen mit der Anzahl der Verkäufe, wie viel Umsatz macht er und den Bewertungen. So, das hat da alles eine Rolle gespielt. Und so haben die dann Experience Points gekriegt tatsächlich, Erfahrungspunkte. Ja, das ist auch noch so eine Sache, das macht einfach Spaß dann auch. Ja, und wir hatten dann auch Awards und sowas. Ne? Okay. So irgendwie 50 Trades, ne? So und so lang dabei, solche Sachen. Okay. Ja. Hat man allgemein, abgesehen jetzt von dem Marktplatz, welchen ihr gegründet habt, habt ihr noch andere Sachen im Darknet gemacht? Habt ihr irgendwie euch auf anderen Seiten rumgetrieben, irgendwelche Sachen angeschaut oder war das wirklich nur unser Marktplatz, dort sind wir drauf, wir gucken uns keine anderen Seiten an. Wir haben uns andere Seiten zu Anfang angeguckt, weil wir einfach lernen wollten, was machen die, was können wir besser machen. Ja. Aber ich war nie so, im DIDW war ich früher ab und zu unterwegs, Deutschland im Deep Web, damals als der Lucky das noch hatte, der auch verhaftet wurde, dann im Nachhinein. Aber ich habe sonst mich nie im Darknet rumgetrieben, irgendwie groß. Also so deep wie du, dass ich jetzt da irgendwie, habe ich nie gemacht. Okay. Also die Faszination kam dann einfach so hauptsächlich aus Interesse, würdest du sagen, dass du es einfach interessant fandest. Und du hattest ja auch, als wir telefoniert haben, hattest du ja auch gemeint, grundsätzlich dieser Aspekt, dass man dadurch Geld macht, war ja anfangs bei dir gar nicht so, ne? Nee, das war ja eher so. Klar ist Erfolg, misst man auch monetär irgendwie, ist klar. Aber am Anfang war das nicht so die Hauptmotivation, weil, wie gesagt, es gab schon große Marktplätze. Mhm. Wir hatten am Anfang nie gedacht, dass es später so durch die Decke geht. Ne? Aber natürlich, wenn du dann merkst, jetzt kommt Kohle rein, freust du dich, ist klar, weil das ja irgendwie auch so eine Bestätigung ist. Mhm. Ne? Und später, die letzten Monate, hat natürlich Geld eine Rolle gespielt. Klar. Ich meine, wir haben ja auch den Exit-Scam gemacht im Endeffekt. Ja, da kommen wir auch gleich noch dazu. Ab wann habt ihr das Geld verdient? Also wie lange war der Markt online? 3 Jahre? 4 Jahre. 4 Jahre? Ich würde sagen, richtig Geld verdient, dass sich das lohnt, war die letzten Monate erst. Die letzten Monate? Da gab es DDoS auf Dream, die waren schon immer wieder offline, dann sind sie ja komplett offline gegangen und dann ging es richtig los. Wir hatten 2017 wurde ja Alphabay und Hansamarket abgeschaltet. Waren so die größten. Da hatten wir sehr viel Zustrom. Wir konnten es aber nicht handeln. Mhm. Also unsere Infrastruktur war einfach zu schlecht. Okay. Und die sind auf andere Marktplätze ausgewichen. Mhm. Halt auf Dream Market und Traderoute damals. Dann ist Traderoute offline gegangen. Und dann hat es dann langsam angefangen, dass es sich schon gelohnt hat. Aber auch da hatten wir halt wieder technisch mega Probleme. Mhm. Und so richtig die Summen kamen die letzten Monate rein. Als so Dream Market immer wieder offline war und dann auch vollständig offline gegangen ist. Und da kam dann schon viel Geld rein und mit viel Geld, da rede ich dann schon von mehreren hunderttausend monatlich. Monatlich als, sogar? Also als Gewinn für uns aus den Provisionen. Und das war nur aus den Provisionen? Nur aus den Provisionen. Wahnsinn. Wie viele Nutzer hattet ihr ungefähr? Weißt du das so gerade so im Kopf? Ja, wir hatten Verkäufer knapp über 5000 und registrierte Nutzer insgesamt über 1 Million. Das ist heavy. Du sagst ja, die ersten Jahre ging ja nicht wirklich so viel. Was hat man da so bekommen? Hat es gereicht, dass du sagst, man hätte das wirklich komplett nur das machen können? Weil ich weiß, du hattest ja nebenher ja noch einen ganz normalen Job. Also du hast ja quasi. Also ich kann es gar nicht mehr sagen, weil du natürlich dieses Geld auch die ersten Jahre gar nicht realisierst. Ja. Also und mit realisieren meine ich nicht vom Kopf, sondern du hast es nicht im Bargeld, das ist erstmal in Bitcoins. Ja, richtig. Ne? Ja. Das werden, ich sag so in einem Jahr, sage ich mal, werden schon ein paar tausend
rumgekommen sein. Aber du hast halt auch Serverkosten und so. Wenn man das mit der Arbeitszeit in Relation setzt, glaube ich, wäre es schwer geworden, nur das zu machen. Okay. Weil du hast ja quasi, muss man natürlich dazu sagen, ein Doppelleben geführt sozusagen. Ja, absolut. Du hast ja, du hast ja in dieser Online-Welt gelebt, im Darknet. Und gleichzeitig hattest du ja noch einen ganz normalen, festen Job. Ja. Du hast ja, wie ist das abgelaufen? Du bist ganz normal zur Arbeit gegangen, bist abends nach Hause gekommen und dann erstmal vor den Rechner gesetzt und geguckt, ob alles läuft. Voll. Also das hat schon morgens angefangen. Ich bin um 4:30 aufgestanden, dann erstmal so eine Stunde, anderthalb Wall Street Market gucken, ob alles läuft. Dann arbeiten, dann Gym und dann wieder arbeiten. Wenn es gut läuft, bis 12, wenn es schlecht läuft, durch. Weil du hast dann ab und zu mal irgendwie DDoS oder technische Probleme, irgendwas ist dann immer. Und das war schon ein hartes Doppelleben und ich habe auch während der Zeit, ne, ich habe einen Sohn, der ist jetzt 5, ich habe eine Freundin, schon sehr lange, die habe ich komplett vernachlässigt. Schwierig, gell? Mega, also, das ist, glaube ich, Katastrophe eigentlich. Das ist hart, ja, das ist richtig hart. Ja. Und du sagst auch so, ihr habt auch öfters so DDoS-Attacken und so bekommen. Ja. Sprich, das waren dann irgendwelche Hack-Organisationen, die euch quasi dann versucht haben, euren Marktplatz down zu bringen. Genau. Oder eher euch das irgendwie rauszuscammen, das Geld, oder wie lief das ab? Es geht um Kohle bei DDoS. Also, gerade am Ende war es so, da hat jemand angefangen zu DDoSen, uns und Remarket. Okay. Und er hat so stark gedDoSt, dass wir es nicht hingekriegt haben, das zu balancen. Dass wir, also wir sind nicht online geblieben. Wir haben alles probiert und der kontaktiert uns dann natürlich auch. Ach, okay, man wird dann so wirklich so... Ja, ja, der sagt, ich höre auf, zahle $2,500 irgendwie die Woche. Okay. Und dann hören wir auf und das haben wir dann auch gemacht tatsächlich am Ende. Krass, okay. Und Remarket hat es nicht gemacht. Und das war der Fehler? Ich glaube, dass Remarket deswegen dann auch den Betrieb eingestellt hat. Weil ich weiß von dem DDoSer damals, dass er auch Remarket gedDoSt hat, die haben aber nicht bezahlt und die waren dann quasi dauerhaft offline und ich denke, das war auch der Grund, warum die dann gesagt haben, okay, wir stoppen, haben die ja auch offiziell quasi announced damals und da war ja noch irgendwie so die Frage oder eine Nachricht, dass es einen Folgemarktplatz geben sollte, gab es ja nicht. Kam nichts mehr. Aber das ist so in der Szene, ne? Krass. Also da probiert auch jeder, sich gegenseitig auszubooten und zu betrügen. Ja. Wie oft hat man da so Hackangriffe bekommen? Wie kann man sich das vorstellen? Das hast du immer wieder. Also gerade im Darknet, du hast nicht nur DDoS, sondern du hast auch talentierte, wirklich Hacker, die Lücken probieren auszunutzen und halt an die Wallets zu kommen. Ne? Ah, klar. Okay. Und wir hatten auch so Fälle, wo mal technisch irgendwie wir dann gemerkt haben, hey, das Geld läuft nicht mehr auf unsere Wallet und so. Wir konnten aber immer relativ schnell reagieren und die Lücken dann fixen. Okay. Aber das hast du ganz regelmäßig. Krass, also das hätte ich gar, also klar, man muss damit rechnen, aber ich hätte nicht gedacht, dass es so oft passiert. Viel mehr als im Clearnet, wow, würde ich sagen. Also da bist du schon Target. Gut, klar, wenn du wirklich da auf der Top-Tier-List bist. Ja, und da, dann, ne, die Leute denken da, oder wissen, da ist da kannst du viel Geld zu holen. Ja, ne? Und dann wird es da versucht. Ne? Wie habt ihr das mitbekommen? Wie läuft das ab, wenn du jetzt sagst, okay, du bist dann vielleicht morgens rein, war dann die Seite down oder wie genau, wie du hast eine Seite down oder wir hatten ein Forum, das war aber extra gehostet, da wurde dann geschrieben. Oder du siehst auf einmal, hey, die Transaktionen kommen nicht mehr bei den Verkäufern an oder die kommen nicht mehr bei uns auf der Wallet an. Das merkt man dann immer relativ schnell, weil du das ja schon im Blick hast, so diese Parameter. Und so hast du es gemerkt. Oder halt in irgendwelchen Nachrichten, hey, das ist down im Forum oder so. Hast du es immer. Und das hast du immer wieder gehabt. Immer wieder. Wie war das Gefühl allgemein? So zu wissen, man führt mit zwei anderen den zweitgrößten Marktplatz im Darknet. Ich muss dir sagen, ich habe das damals gar nicht so realisiert. War das einfach, weil es Zahlen sind, die du quasi im Internet siehst? Im Nachhinein, auch vorhin, ne, wo ich gesagt habe, über 1 Million, wenn du das eigentlich mal überlegst, krank. Das ist Wahnsinn, ne? Ich habe da aber gar nicht so drüber nach. Für mich war das Daily Business irgendwie, ne, so mein Ding. Ich habe das ja auch damals nicht als so mega schlimm empfunden und kriminell. Ja. Ne, jetzt ist es anders, aber damals habe ich so nicht gedacht. Und es war eigentlich... Für mich war das, du kannst dir vorstellen, wie so ein Hobby. Mir hat das einfach Spaß gemacht. Ja, also das war einfach mein Ding, das Weiterentwickeln, Weitermachen und natürlich dann auch den Erfolg sehen irgendwie. Aber dass ich jetzt irgendwie so mir gedacht habe, boah, ich habe den zweitgrößten Marktplatz, das hatte ich damals, glaube ich, noch, habe ich gar nicht, glaube ich, so realisiert. Also man sieht natürlich schon, Erfolg ist jetzt da und es geht ab am Ende. Aber du hast auch irgendwie nicht so die Zeit, dir über sowas Gedanken zu machen dann. Die Relation ist halt auch ganz anders. Ne? Das ist, wenn du, sagen wir, wenn du jetzt so ein richtiges Unternehmen hättest, wo du dann wirklich... beispielsweise eine Million angestellt hast, ist ja noch was anderes, weil das siehst du physisch. Ja. Das Ganze läuft halt über einen PC. Ja, und auch diese virtuell. Gewinne sind ja erstmal nur virtuell in Bitcoin. Ja, ne? Genau. Da hast du dir noch nichts von gekauft oder das in Bargeld umgewandelt oder solche Geschichten. Deswegen ist es, glaube ich, monetär nicht so
der Hype, wie wenn du das auf dem Bankkonto hast. Ne? Weil das ist ja immer auf der Wallet. Genau. Wie habt ihr das dann quasi gemacht? Weil man muss da ja auch, so mit Bitcoin, Wallet und so weiter, bin ich jetzt nicht der Profi, aber man muss ja schon aufpassen, vor allem wenn es jetzt durch solche Geschäfte ist, ja, mit dem Geld auszahlen. Es ist ja bei Bitcoin ist es ja wirklich so, dass der Coin nicht so anonym ist, wie alle denken, mhm, weil du kannst halt Bitcoin in der Blockchain komplett nachvollziehen. Mhm. Wenn du jetzt eine Wallet erstellst, du gibst mir die Adresse, dann kann ich mir jeden Tag angucken, was kommt da drauf, was geht runter. Und das ist halt das Gefährliche an Bitcoin. Gefährlich wird es immer dann, wenn du es auszahlen möchtest, mhm, wenn es aus illegalen Geschäften kommt, ja, oder wenn du es halt wechselst oder whatever, wenn da irgendwie dein Klarname dabei ist. Ja. Und das wurde ja auch mir dann schlussendlich, mhm, zum Verhängnis. Wir hatten damals tatsächlich auch Monero angeboten. Okay. Das ist ein Anocoin, der hat quasi einen integrierten Mixer, der ist fast nicht nachzuverfolgen. Also noch viel sicherer als Bitcoin? Viel sicherer, mhm, als Bitcoin. Aber die Leute sind halt faul, das ist neu, hat kaum jemand genutzt. Also das war bei uns vielleicht 1-2%, die Monero benutzt haben. Okay. Für uns war das technisch ein Riesending, Monero reingebaut und so, hat aber keiner genutzt. Und man arbeitet dann halt mit Mixern, mit sogenannten Bitcoin-Mixern. Aha. Oder was man auch machen kann, ist in andere Coins wechseln, solche Geschichten. Mhm. Aber auch da haben die Behörden mittlerweile Möglichkeiten, also auch wenn es gemixt ist, durch Kryptoanalyse Leute zu identifizieren, wie mich zum Beispiel. Ja. So ist es mir ja passiert im Endeffekt. Bei euch war es ja dann grundsätzlich so, ihr habt ja dann, ganz am Schluss habt ihr ja noch einen Exit-Scam gemacht. Ja. Kannst du vielleicht kurz erklären, was ein Exit-Scam ist? Also ein Exit-Scam ist im Endeffekt, du zahlst nicht mehr an die Verkäufer aus, mhm, lässt aber Einzahlungen noch zu und du nimmst dann im Endeffekt die Kohle. Ne, normal läuft es so, du überweist, wenn ein Trade abgeschlossen ist, ja dem Verkäufer einen Teil, mhm, und uns, wir nehmen aber alles bei dem Exit-Scam. Mhm. Also wir haben probiert, so viel wie möglich noch mitzunehmen und das sind auch Sachen, klar, ich muss mir das immer wieder anhören, unehrenhaft und so, sehe ich auch so, würde ich auch so sagen, aber in dem Moment war halt so, weiß ich nicht, Gier frisst Hirn, mhm, irgendwie, weil du siehst dann, wir konnten alle nicht mehr, weil es zu viel Arbeit war auch. Und dann habt ihr gesagt, wir haben gesagt, wir hören jetzt auf und das nehmen wir noch mit. Mhm. So, ne? So nach dem Motto. Und dann dachtet ihr so, scammen wir einfach noch kurz halt alle weg, quasi, ja, die da noch, ja, dabei sind. Ja. Hattet ihr da schon irgendwie so irgendwas im Gefühl? Oder war das wirklich so, dass ihr gesagt habt zu dem Zeitpunkt, hey, das ist zu viel, wir schaffen es nicht mehr. Wir, ja, versuchen jetzt irgendwie da rauszukommen und machen das mit so einem Exit-Scam. Es war tatsächlich so. Also wir hatten nicht... Wir haben uns über Strafverfolgen keine Sorgen gemacht. Habt ihr nie drüber nachgedacht? Nie. Mhm. Ich dachte nie, dass das so ein Ding wird. Ja. Was wir nicht wussten, zu dem Zeitpunkt hatten die Behörden schon unsere Server und haben uns schon identifiziert eigentlich. Also die haben TKÜs sind schon gelaufen und so. Wir haben wirklich aufgehört, weil es uns zu viel wurde. Okay. Einfach zu viel Arbeit. Zu viel Arbeit. Aha. Und dann sagst du, okay, ich nehme die Kohle jetzt noch mit. Und die Behörden haben aber gedacht, wir haben von den Ermittlungen mitbekommen. Und deswegen macht ihr das? Und deswegen machen wir das, weil wir uns absetzen wollen, mhm, jetzt. Ne? Die sehen ja, ja auch, die haben die Wallets im Blick, irgendwie stimmt da was nicht, auf einmal machen die Exit-Scam. Und daraufhin kam dann auch der Zugriff. Der Staatsanwalt, der mich verhört hat, war ein ganz netter Kerl übrigens, muss man mal sagen an der Stelle, der hat mir gesagt, der musste extra aus dem Urlaub kommen. Oh. Weil die es eigentlich halt später auch, ja, geplant hatten. Ne? Ich denke mal, die hätten es halt noch laufen lassen, weil mit Serverzugriff, wenn du es laufen lässt, kannst du natürlich noch mehr Leute identifizieren. Was mich persönlich jetzt extrem interessiert, ihr habt ja quasi schlussendlich mit diesem Exit-Scam, wie lange ging der? Eine Woche? Ja, anderthalb, zwei Wochen, sowas. Habt ihr quasi nochmal die kompletten Gelder eingenommen, alles? Ja. Gibt es nicht irgendwie Leute, die da jetzt wirklich irgendwie sagen, boah, ich will jetzt wissen, wer das war, du bist ja jetzt sehr, sehr in der Öffentlichkeit. Hast du da vielleicht irgendwie ein bisschen so Bedenken, dass du denkst, okay, vielleicht will mir da vielleicht mal jemand was oder sich dafür rächen oder weißt du, was ich meine? Also am Anfang ja, gerade ganz am Anfang, als wir verhaftet wurden, weil es war so, dass in Amerika auch Prozesse laufen, oder Ermittlungen. Und da ist es anders, da sind die Akten öffentlich einsehbar. Ah, und okay, dadurch konnte man relativ leicht herausfinden, wo ich damals gewohnt habe. Mhm. Und ich hatte natürlich da schon Schiss um meine Familie. Ja, das glaube ich. So ich in U-Haft und dann auch so die ersten Wochen danach. Aber ich sag mal, wenn jemand was machen wollte, hätte der es die ersten 2 Jahre gemacht. Mhm. Ne? Und wenn jemand was machen will, dann ist halt so. Ich habe echt da jetzt weniger Sorgen so um mich, muss ich sagen. Weil natürlich Öffentlichkeit auch schützt. Auch, ja. Ne? Also das wissen natürlich auch Ermittlungsbehörden, dass da vielleicht Leute nicht gut auf uns zu sprechen sind. Ne? Also, genau deswegen, ja. Aber ich habe da jetzt aktuell keine Angst davor. Es gibt ab und zu mal irgendwie Leute, die im Internet was schreiben, aber ne, ich sag immer so, Hunde, die bellen, beißen nicht. Wenn es so kommt, dann kommt es so. Bekommst du nur wieder mal so Mails oder Nachrichten, ja, von, ja, Leuten, die dir so drohen oder sowas? Ja, ja. Bekommst du? Immer wieder, ja. Okay.
Also immer wieder so, ja, so Standardsachen wie, glaubst, wir finden dich nicht und so. Und ganz ehrlich, okay. So schwer bin ich nicht zu finden. Ja, das stimmt. Grundsätzlich, ja. Hast du, wie ist denn das alles abgelaufen mit der, also die waren euch ja schon länger so auf der Fährte. Die hatten quasi schon Zugriff auf den Markt komplett. Ja. Die hatten also theoretisch alles für sich zum Beispiel einkassieren könnten. Sie hätten das und das sperren können. Also sie hatten kompletten Zugriff drauf. Ja, außer auf die Bitcoin-Wallets von uns. Außer auf die Wallets, klar, die sind aber, ja. Aber auf die Hot-Wallet und auf die ganze Infrastruktur, Datenbank hatten die Zugriff schon. Hatten die schon. Ja. Dann kam der Exit-Scam. Und ihr wart euch ja in dem Moment noch gar nicht bewusst, dass die euch schon auf dem Schirm haben. Ja. Wie lange hatten die euch auf dem Schirm, weißt du das? Ich glaube, zwei schon ein Jahr. Wow. Die Server hatten die auf jeden Fall schon ein paar Monate davor. Okay. Und mich auch schon ein paar Monate, also wirklich identifiziert und mit TKÜs. Das heißt, die wussten, wo du wohnst, die wussten, was du machst. Genau, und die Ermittlungen haben ja schon 2017 tatsächlich angefangen, nach einem Tipp vom FBI. Mhm. Die haben gesagt, hey, Wall Street Market, da ist was, wir glauben, da ist ein Server in Deutschland. Okay. Und dann hat das BKA ermittelt und hat tatsächlich es geschafft, diese Server im Tor-Netzwerk zu identifizieren. Und die sind bei Cyberbanker gestanden. Okay. Und dann sind die da hingegangen mit einem Beschluss und die haben die Server rausgerückt physisch und da hatten die Zugriff. Also auch wirklich nicht nur digital, sondern die hatten physisch Zugriff auf die Server. Cyberbanker war ja eine alte Militärstation, kann man sich das so vorstellen? Ja, in Trabach. In Trabach. Ja. Und die dann quasi von, was waren das für Leute? Also der... Das wurde ja gekauft dann quasi. Das wurde gekauft. Ja. Das hat sogar die Regierung verkauft an den guten Mann. Und man wusste auch, da gab es sogar... Da musste ich mal durchlesen, da wurden sogar irgendwie Tipps gesagt, hey, der Typ hat irgendwie Dreck am Stecken, nicht an den verkaufen, aber... Aber es war egal, es wurde trotzdem verkauft. Vielleicht haben die denselben Fehler gemacht wie ich, Geld frisst Hirn. Ja. Auf jeden Fall, das ist der Hermann X, Hermann Xent hieß er, glaube ich, gewesen. Das ist ein Niederländer und der hat dieses Ding gekauft und halt ein Rechenzentrum draus gemacht, ne? Ein Hoster. Im Endeffekt aber war dieses Hosting schon auf so Klientel wie uns ausgelegt. Schon also eher so... Ja, die hatten halt so Cyberbanker, No Matter What Service hieß das. Also egal was ist, ihr werdet nicht gekickt, wir gucken nicht, was auf euren Servern ist, juckt uns nicht. Also die haben schon auch mit Sicherheit quasi geworden. Voll, voll. Ja. Bulletproof hieß es damals. Aber so bulletproof war es ja wohl nicht, weil... Sie sind trotzdem durchgekommen, letztendlich. Ja, sie haben unsere Server rausgegeben. Ja. Und die wurden ja auch alle verhaftet. Da läuft aktuell noch der Prozess bei Cyberbanker. Die quasi diese kompletten Netzwerke geboten haben, der Hoster, also die Server, der Hoster, die wurden auch verhaftet. Da läuft aktuell noch der Prozess und ich verfolge den, weil ich das, ich finde, das wird so ein richtungsweisender Prozess, weil du natürlich, wenn da jetzt ein Urteil steht, der ist mitverantwortlich für alles, was gehostet wurde, haben wir in Deutschland ein Problem. Mhm. Weil dann jeder Hoster, ich weiß nicht, du darfst als Hoster ja eigentlich gar nicht wissen, was dein, wir haben ja Datenschutz, was dein Kunde hostet, weißt du? Und das ist so das Knackthema bei Cyberbanker. Natürlich wusste der Typ, bin ich mir ganz sicher, was für Art gehostet wird. Ja. Aber ob der im Einzelnen wusste, was auf den Servern läuft, sei dahingestellt. Ja. Wie ist es dann abgelaufen? So, ihr habt den Exit-Scam gemacht und wie ging es weiter? Wie lief allgemein die ganze Verhaftung und so weiter ab? Ich kann mich noch gut erinnern an den Tag, also wir haben diesen Exit-Scam, wir waren ja quasi mittendrin in diesem Exit-Scam und dann kam irgendwann der 23. April 2019 und es war für mich so ein ganz normaler Tag. Ich hatte Spätschicht, habe morgens Wall Street Market gemacht, war arbeiten, dann war ich nach der Arbeit mit dem Dennis, das ist ja mein bester Freund so, im Gym und dann bin ich nachts heimgefahren so und ich bin heimgekommen so um 12 Uhr und bei uns musst du dir vorstellen, das waren so mehrere Mehrfamilienhäuser, so, das wurde alles neu gebaut damals, mit einer Tiefgarage für alle Parteien. Und da hast du so einen Drücker. Ne, und da geht so ein bisschen runter, ich fahre so um die Kurve, drück schon mal, dass es hochgeht, fahre da runter in die Garage und sehe, da steht irgendwie so ein ziviles Auto, Wiesbadener Kennzeichen. Und der fährt auf einmal rückwärts. Und ich denke so, ah, okay, der knallt mir jetzt aufs Auto drauf. Denke noch, was macht der Idiot da? Was will der da? Ja, um 12 Uhr nachts und dann ging es ab. Lichter, Geschreie, Waffen. Und ich dachte im ersten Moment irgendwie, das ist ein Überfall. Aha. Aber die haben mich so schnell aus dem Auto gezogen. Also bei uns war es ja die GSG 9. Mhm. Wie im Film. Glaube ich. Also du hast, die haben MPs so, die haben Masken auf. Und also so wirklich so komplett voll bewaffnet. Voll. Und dann ist der komplette Straßenzug da abgesperrt auf einmal. Und dann liegst du erstmal so eine Weile mit einem Knie auf dem Rücken und kriegst Handschellen an. Und das war schon heftig. Und irgendwann haben die mich dann aufgesetzt. Und dann kam der Einsatzleiter vom BKA und hat mir halt den Durchsuchungsbeschluss gezeigt, hat gesagt, ja, da, deswegen sind wir da. Wollte dann vor Ort auch, dass ich was sage, aber ich habe dann in dem Moment nichts gesagt. Mhm.
Und dann wurde die Wohnung durchsucht. Und meine Freunde und mein Kind haben oben geschlafen, die wurden geweckt und dann wurde die Wohnung durchsucht. Ja. Wie lange geht so eine Wohnungsdurchsuchung? Es ging bei uns so 7 Stunden. Also wirklich bis in den Morgen. Ja. Und ich bin dann morgens, ich war dann auch die ganze Zeit in Handschellen zu Hause zugegen, weil ich das eingefordert habe. Also bei einer Hausdurchsuchung solltest du jeweils eine haben. Ich hoffe es nicht für dich, darfst du vor Ort sein. Okay. Das ist dein Recht. Okay. Und dann irgendwann musste ich mich verabschieden von meiner Freundin, der natürlich auch voll geheult, ne? Ja, natürlich, das war ja auch ein Schock. Man muss ja dazu sagen, es wusste ja niemand. Niemand, die wusste gar nicht, was los ist. Für die Katastrophe. Gott sei Dank, ich muss echt sagen, Gott sei Dank haben die den Zugriff so gemacht, Aha. dass sie mich draußen geschnappt haben und nicht die Tür Statt eingetreten. drinnen. Da bin ich denen echt dankbar. Weil das wäre nochmal ein extra Schock Alter, mein gewesen. Kind und Ja, meine ja. Frau, weißt du, so, boah, da bin ich denen wirklich dankbar, dass die es Das so glaube gemacht ich. haben. Die haben es echt zivilisiert gemacht. Die sind auch wirklich sehr, sehr gut mit meiner Frau, mit meinem Kind umgegangen und so, kann man nichts sagen, da bin ich echt dankbar. Aber es war natürlich trotzdem ein Riesenschock, weil Natürlich. natürlich keiner wusste, was geht jetzt. Ich wurde dann zur Polizei gefahren und das weiß ich noch, ich habe mich so elend gefühlt. Du weißt halt, ne, du willst eigentlich nur, du weißt ja gar nicht, was ist mit deiner Freundin, wie denkt die darüber, die sieht es, Ja. die weiß ja gar nicht, ne, wusste nichts. Klar. Und dann komme ich in so eine Aussichtungszelle, wo so eine Steinpritsche ist und so ein Scheißloch im Boden. Und da habe ich mich echt scheiße gefühlt. Ich noch voll verschwitzt, weil ich ja vom Training kam. Ja. Ich dusche immer zu Hause. Ja, und da habe ich mich echt richtig übel gefühlt, das weiß Glaube ich ich. noch. Also erstmal absolut räudig. Mega Und räudig. wie lange warst du da drin? Nicht so lange, ein paar Stunden, Ah, weil okay. ich wurde dann vom BKA-Kommando überführt nach Gießen, weil da damals diese Staatsanwaltschaft saß, die ermittelt hat. Und da bin ich dann vor den Haftrichter gekommen am nächsten Tag. Und da habe ich auch einen Mittäter das erste Mal gesehen vor dem Da war das Haftrichter. allererste Mal, Da war dass das du allererste Mal, wo ich einen gesehen habe einen von deiner Crew sozusagen von meiner gesehen Crew, hast. genau, ja, so kann man sagen. Wahnsinn. Hast du ihn direkt erkannt? Also wusstest du schon, wer es ist? Ja, ich wusste es wegen dem Durchsuchungsbeschluss Ah, und so, okay, den deswegen. Papieren, wegen den Dokumenten, aber sonst hätte ich dir nicht sagen können, welcher das Hättest du ist. ihn ja so nicht vorgestellt? Nee, Oder? nee. Das muss doch verrückt sein, oder nicht? Also. Ja, voll, weil du baust ja auch so eine Beziehung auf. Hört sich jetzt irgendwie Natürlich. Ja, komisch aber an, ist ja im aber Endeffekt so, ja. du baust eine. Ich würde sagen, wir hatten eine freundschaftliche Beziehung. Ja. So, und ich wünsche den Jungs auch jetzt nur das Beste auf der Ja. Welt. Und ist das schon weird, wenn du die dann so Natürlich. in Real Life siehst und die sehen Ja. ganz anders aus, wie du denkst und so. Es war schon echt komisch. Und dann bist du da vor dem Haftrichter und denkst, fuck, was haben wir gemacht? Aha. Und du musst ja erstmal realisieren, ne? Da irgendwie FBI, Europol, Ja. BKA, niederländische Polizei. Ich dachte, boah, was. Damals dachte ich noch, seid ihr. Warum übertreibt ihr so, ne? Ja, Hättet auch klingeln können, hätte ich aufgemacht. Aber das wissen die natürlich nicht, ja, ne? klar. Und das war schon eine komische Situation. Und dann, wie gesagt, waren wir vom Haftrichter und der hat dann Haftbefehl erlassen. Und dann ging es nach Frankfurt in U-Haft. Und da warst du einen Monat? Ein Monat, ja. Kein Handy, kein Kontakt zu deiner Familie, außer Briefe wahrscheinlich, oder? Oder wie Ja, aber läuft das Briefe ab? dauern 2, 3 Wochen, weil die in meinem Fall von der Staatsanwaltschaft gelesen wurden. Ja, die werden erst überprüft. Genau, dass da nichts schiefläuft. Ne? Ich könnte ja Private Key für eine Wallet Klar, senden und sagen, ja. räumen Geld runter. Und ja, ich bin da reingekommen in so eine Zelle. Hast du 7 Quadratmeter Bett, Schrank, Schreibtisch und Toilette sogar bei Ah, uns. okay. Und sonst nichts. Ich hatte ein Radio, es ging leider nicht. Und dann bist du erstmal da und du bist in U-Haft. Ich durfte mit keinem Kontakt haben, außer Brief halt. Ja. Ich weiß nicht, wie geht's zu Hause, was mit meinen Eltern, was mit meinem Bruder. So, das macht dich verrückt, was ist mit Ja, deinem klar. Kind Ja. wirklich? Und du bist im Endeffekt 23 Stunden zu in deiner Zelle. Und einer ist so Freigang quasi, wo du draußen ein Ja, bisschen eine rumlaufen oder kannst. zwei, je nachdem. Ich stelle es mir halt krass vor, weil seit dem Tag, wo dann quasi die Verhaftung war, wo die Wohnung durchsucht haben, ab dem Tag lang hast du dann deine Familie für 4 Wochen gar nicht mehr gesehen. Ja. Ihr hattet also gar keine Möglichkeit, überhaupt darüber zu sprechen. Nein. Das muss ja ein furchtbares Gefühl sein, wenn du in dieser Zelle sitzt und dir denkst, die sitzen da jetzt zu Hause und wissen nicht, was los ist. Ich Und habe, ja, das muss ja Wahnsinn sein vom Gefühl her. das ist auch das Schlimmste daran. Boah. Also, ich habe so oft an meine Freunde und meinen Sohn denken Glaube müssen, auch ich. an meine Eltern, weil die natürlich auch nicht weiß, wie geht's denen, so, was machen die, wie stehen die noch zu mir jetzt, ne? Da machst du dir auch wirklich egoistisch um dich selber irgendwie Sorgen Ja. und um die Beziehung und so. Und das war wirklich das, was mich auch immer wieder, gerade abends dann in der Zelle, was mich so ein bisschen innerlich aufgefressen hat. Also da hatte ich ganz schwer dran so mit zu Glaube ich. kämpfen irgendwie. Irgendwann ist dann aber mein Anwalt gekommen und hatte handschriftlich Brief dabei von meiner Freundin, von einem sehr guten Freund von mir. Und dann war ich auch schon wieder ein bisschen beruhigt. Da stand drin, so
die halten zu mir und so. Und ich durfte die Briefe nicht mitnehmen. Die hat mir nur gezeigt. Du hast sie da kurz gesehen. Und genau, dann, wo ich mich quasi in dem Besucherbereich. Ja. Und dann wusste ich, okay, jetzt wenigstens halten die zu mir und so. Und dann ging es mir ein bisschen besser. Aber es ist halt schon, also U-Haft macht halt keinen Spaß, weil wenn du ein Mensch bist, der irgendwie gerne unterwegs ist, gerne so soziale Kontakte hat, und das bin ich, dann ist es schon schlimm. Klar. Das ist, weil diese Selbstbestimmtheit ist einfach weg. Mhm. Jemand anders sagt dir, wann es Essen gibt, jemand anders sagt dir, wann du rausgehen darfst, klar, wie du so ein Hund deine Runden laufen und so. Und das ist halt schon, du kannst nichts mehr entscheiden. Ja. Ja. Und es war, ich weiß nicht, es gibt Leute, die sind irgendwie 2, 2,5 Jahre in U-Haft, keine Ahnung, wie die es aushalten, weiß ich nicht. Aber wie lebt man allgemein mit dem Gedanken? Also der Gedanke allgemein, dass es niemand wusste. Du hast ja quasi, wie viele Jahre ging das? 4 ungefähr. 4 Jahre. 4 Jahre lang wusste quasi niemand, was du machst. Ja. Die dachten alle, du hast deinen ganz normalen Job, gehst ins Training, hast halt einfach viel zu tun. Ja. Wie lebt man damit? Also, weil es ist ja, wie schon gesagt, es ist ja ein extrem heftiges Doppelleben. Ich habe da damals, so, ich meine, du musst dir überlegen, ich habe ja echt alle angelogen auch. Ja. Ich hatte aber damals irgendwie auch kein schlechtes Gewissen, muss ich sagen. Ich hatte halt diese Lüge, dass ich Internetmarketing mache. Mhm. Also es war keine Lüge, habe ich wirklich gemacht, aber ich habe halt immer so gesagt, deswegen bin ich so viel am Rechner und so. Und das war halt so meine Story, die mir jeder abgekauft hat. Und mit der ist es gut gelaufen. Und im Nachhinein fühle ich mich jetzt schon räudig, ne, da alle angelogen zu haben, weil das war wirklich Doppelleben sein Vater im Endeffekt. Das kannst du laut sagen, das ist ja schon ein ordentliches Teil. Also mein Vater ist, muss man wissen, ein extrem konservativer Mensch, mit dem ich mega Respekt habe. Und ich dachte, wenn ich jetzt rauskomme, irgendwann war ja klar, ich komme raus, ich dachte, Backpfeife gibt es jetzt auf jeden Fall. aber es war nicht so, meine Eltern verurteilen das, was ich gemacht habe, ganz klar. So, die sagen auch, Junge, Riesenscheiße, haben sie auch recht. Aber die stehen Gott sei Dank hinter mir. Auch die ganze Familie, meine Freundin, meine Freunde. Da bin ich auch echt dankbar für, weil das braucht man schon in so einer Zeit auch. Klar, natürlich. Das muss ja auch ein absoluter Schock schlussendlich gewesen sein. Ja, vor allem, du hast ja dann auch, ne, du bist aus U-Haft raus, du musst dich erstmal irgendwie sortieren und du hast ja immer dieses Damoklesschwert noch über dir, dass der Prozess noch kommt und du nicht weißt, was, wo endet es. Du hattest also zu dem Zeitpunkt gar keine Ahnung. Konntest du es ja, hast du ungefähr schon so drüber nachgedacht und dachtest dir, es könnten so und so viele Jahre werden, oder hattest du wirklich keine Ahnung? Ja, ich glaube, man möchte da nicht drüber nachdenken, aber man macht es ja notgedrungen schon. Und ich glaube, mein Fehler war auch, dass ich das viel beiseite geschoben habe. Ja. Da ging es mir dann auch eine Zeit lang psychisch nicht so gut. Ich habe mich schon damit auseinandergesetzt und auch mit meinem Anwalt dann natürlich. Es ist aber so, dass dieses Thema juristisch halt ganz schwierig ist, weil es sowas noch nicht gab. Ja. Der Ermittlungstatbestand war Beihilfe und da habe ich noch gedacht, ja okay, vielleicht, ne, ich habe ja auch mitgearbeitet, nicht vorbestraft, habe Gelder freigegeben, Beihilfe, vielleicht kommen wir irgendwie 3 bis 5 Jahre rum. Das Urteil hat dann aber halt komplett anders ausgesehen. Damit haben wir gar nicht gerechnet. Was hat das Urteil gesagt? 7 Jahre, 9 Monate bei mir. Und 6 Jahre, 3 Monate und 5 Jahre, 3 Monate bei den anderen beiden. Bei den anderen beiden. Ja. Und das, also mein Urteil setzt sich zusammen aus 6 Jahre, 9 Monate bandenmäßiger Drogenhandel plus 2 Jahre Untreue. Wären ja eigentlich 8 Jahre, 9 Monate. Aber da wird so eine Gesamtfreiheitsstrafe gebildet von 7 Jahren, 9 Monaten. Und ein Mittäter, bei dem fällt die Untreue weg, deswegen 6 Jahre, 3 Monate. Ah, okay. Und bei dem Jüngsten ist die Untreue mit dabei, aber der wurde Gott sei Dank nach Jugendstrafrecht verurteilt, deswegen nur 5 Jahre, 3 Monate. Oh, okay, also da war noch jemand relativ Junges dabei. Der Jüngste war zum Zeitpunkt der Verhaftung 21. Oh. Das heißt, er hat mit 17 angefangen. Krass, okay. Musst du dir mal überlegen. Und da siehst du mal, das ist einfach dieses Darknet, also du weißt einfach nicht, wer dahinter steckt. Nein. Das ist es halt einfach. Da ist ein Kind eigentlich. Ja. Ne? Und hat so einen Riesenteil mit euch da großgezogen. Ja. Wahnsinn. Und ich finde es auch für den so traurig, weil es so ein intelligenter junger Mann ist irgendwie. Mhm. Und Mann, aber ich glaube wirklich, der hat wirklich hauptsächlich programmiert. Okay. Der wird, wenn der rauskommt, wird er seinen Weg gehen. Der hat den Plan. Ja. Dann war ja quasi die Haftstrafe. Wie gehst du damit um? Ich meine, du hast jetzt, man weiß nicht, wie viel Zeit du jetzt halt noch hast, aber wie gehst du mit deiner Zeit um? Ich meine, jetzt ist ja wirklich jede Minute theoretisch schon unglaublich Gold wert, ne? Ja, und es ist auch wirklich so, guck mal, ich bin ein Mensch, ich probiere immer aus Scheiße, du kannst auch aus schlechten Situationen echt Positives ziehen. Mhm. Und ich ziehe viel Positives auch da draus und deswegen geht es mir gut. So, zuallererst ging es mir deutlich besser, als ich das Urteil hatte. Ja. Das war die ersten 1, 2 Stunden natürlich ein Schock, aber du hast jetzt mal so eine Richtung, so eine Gewissheit, oder Kampf ist so ein bisschen zu Ende. Und zweitens, habe ich halt,
habe ich halt auch viel gelernt, was so wichtig ist im Leben für mich. Ne? Ich nehme die Zeit mit meiner Familie, mit meinen Freunden auch viel bewusster wahr. Ne? Ich weiß genau, wer zu mir hält, wer nicht. Ja. Ne? Und das ist ja alles viel wert. Und ich bin halt ein Mensch, ich probiere positiv zu denken. Ich habe auch oft irgendwie so, oder oft nicht, aber ab und zu schon so Phasen natürlich, wo es mir dann, wo ich dann drüber nachdenke oder so. Aber ich glaube, in so einer Situation ist Mindset wichtig und Vertrauen in einen selber. Ne? Ich vertraue mir, ich sage zu mir, ich schaffe das. Ich habe akzeptiert, dass ich eine Strafe verdient habe. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Ja. Weil wenn du es nicht akzeptierst, gehst du, glaube ich, psychisch kaputt. Ich habe das wirklich auch, ich sage das nicht nur, sondern ich habe es wirklich für mich innerlich akzeptiert, dass ich eine Strafe verdiene. Mhm. Wenn du das jetzt gemacht hättest, würde ich dir auch eine Strafe wünschen. Ja, ne? Klar, natürlich. Und ich fahre damit ganz gut. Ich weiß, es kommt. Ich weiß, es wird wahrscheinlich nächstes Jahr soweit sein, je nachdem, ob es zugelassen wird. Also ich hoffe natürlich schon, dass wir ein bisschen runterkommen. Ja. Dann wird es auch noch ein bisschen länger dauern, weil es mal verhandelt wird. Aber ich bin dankbar, dass ich jetzt auch die Chance hatte, draußen zu bleiben, jetzt erstmal mich vorbereiten zu können auf die Haft, mich auch nochmal wirklich damit auseinanderzusetzen. Und damit geht es mir eigentlich ganz gut. Du hast ja vorher auch gesagt, dass quasi das FBI auch einen Beschluss gegen euch hat. Wie ist das jetzt? Könntest du theoretisch jetzt nach Amerika reisen? Oder ist es so, dass wenn du nach Amerika reist, dass sie dich direkt schnappen und dann zack, weil in Amerika sind ja mit den Strafen und so sieht es ja nochmal ganz anders aus. Ja, also ich weiß, es laufen Verfahren. Mhm. Wenn ich nach Amerika jetzt einreisen würde, würde ich wahrscheinlich verhaftet werden und dann sehe es deutlich schlechter aus wahrscheinlich, weil ne, Ross Ulbricht ist so der prominenteste Fall. Ja. Silk Road war auch ein Marktplatz, hat zweimal lebenslänglich plus 40 Jahre bekommen. Ja. Also ich werde in meinem Leben nicht mehr in die USA reisen. Schon krass, oder? Wenn man so drüber nachdenkt, dass nicht nur Deutschland den euch auf den Schliche war, sondern halt wirklich auch das FBI und alles. Das ist ja, ich habe das erstmal gar nicht Wahnsinn. Realisiert. Also das ist ja, weiß ich nicht, du denkst immer im Fernsehen, die jagen da Pablo Escobar. So, und dann bist du auf einmal, wird da so ermittelt. Mich hat das komplett zerlegt am Anfang. Ich glaube, ich dir natürlich, das ist doch Wahnsinn. Ja. Und wir hatten ja vorher schon gesagt, Darknet Millionär. Wie viel hast du ungefähr verdient durch den Marktplatz, jetzt persönlich du selber? Also ich selber habe, als ich aufgemacht habe, meine Wallets waren das damals, also die absoluten Bitcoin-Zahl weiß ich jetzt nicht mehr, aber das war ein Gegenwert von ungefähr 8 Millionen Euro. Und wir haben es dann ausgerechnet, der Kurs ist so gestiegen, dass zum Urteil waren die 30 Millionen Euro wert ungefähr. Ja. Und du hast die Bitcoin-Wallets freigegeben? Ja. Aus welchem Grund? Gab es irgendwie so einen Moment, wo, oder allgemein ist es so, dass wenn man da so ein bisschen entgegenkommt, dass die Haftstrafe ein bisschen vermildert wird? Ja, auf jeden Fall. Oder auch für dein Gewissen? Oder wie hast du das gemacht? Ich glaube, Gewissen hat, muss ich ehrlich sagen, in dem Stadion noch gar nicht so eine große Rolle gespielt. Das kam erst so dann so über die Monate danach, wo ich wirklich damit beschäftigt habe. Weil in dem Moment, wenn du in Haft sitzt, beschäftigst du dich mit dir selber und deiner Familie. Das ist so. Ne? Ja, da will ich wusste dann schon, ich habe Scheiße gebaut, aber ich habe da noch nicht irgendwie an andere gedacht oder schlechtes Gewissen. Da bist du noch nicht so weit. Das ist ein längerer Prozess. Aber guck mal, und das ist auch das Ding, die Leute sagen immer, Mann, für das Geld würde ich sitzen, 15 Jahre. Hättest du es auch behalten. Schön, so geh mal in U-Haft. Mhm. Das ist kein Leben, Alter. Mhm. Und wir wissen auch alle nicht, es kann sein, ich habe in 5 Jahren einen Herzinfarkt, bin tot. Mhm. So. Und jetzt, wir gehen mal davon aus, ich mache nicht frei, ne? Ich sitze dann irgendwie 12, 13 Jahre, kriege auf jeden Fall länger. Ich komme raus und habe keinen mehr, aber Millionen, ja toll. Und natürlich, die Behörden wissen ja, wo die Millionen sind. Wenn es bewegt wird, bist du ja wieder dann bist am Arsch. Also das ist, und jetzt im Nachhinein ist es auch so, dass ich das gar nicht will. Ich bereue es auch nicht, ich will dieses Geld nicht. Das ist mit Drogen und mit Blut von anderen Menschen verdient. Deswegen, das steht mir auch nicht zu, ne? Zumal ich es geklaut habe von anderen Verkäufern, muss man auch noch dazu sagen. Schlussendlich ja mit dem. Und deswegen, ich würde es wieder so machen. Mhm. Ja. Familie steht einfach drüber. Ja, voll. Familie ist einfach komplett. Und wenn du überlegst, klar, das ist ein Haufen Geld, das ist mega viel Geld. Aber wenn du mal überlegst, dafür, dass du jetzt vielleicht tatsächlich nicht so lange ins Gefängnis musst, ist es das einfach schon so viel mehr wert. Ja, weißt ist es auch. Meine? Und ich wäre auch in U-Haft geblieben. Ja. Und U-Haft ist eklig und. Also, Geld ist echt nicht alles. Klar haben wir alle irgendwie gern Geld und wollen uns auch Geld. Ich sage immer, Geld macht nicht glücklich, das ist halt Sicherheit. Mhm. Ne? Klar willst du in Urlaub gehen und dir deinem Kind irgendwas leisten, aber ich brauche keine Millionen. Brauche ich wirklich nicht.
Wie ist es, wenn man auf einmal so durchs Darknet so extrem viel Cash macht und jetzt so wie du zum Beispiel wirklich Millionär warst? Ist man dann so, dass man sagt, komm, ich hau heute auf die Kacke, alles auf mich, ich kaufe mir jetzt das, ich kaufe mir das? Warst du da so oder warst du eher so, dass du sagst, ich war eher bescheiden und. Also ich habe eher mit dem Geld gern anderen Leuten Freuden gemacht, wie jetzt mir selber. Vielleicht hatte mir dieses Auto gekauft damals, der Wagen GTS, das war so mein Traumauto. Aber ich habe im Alltag wirklich nicht viel anders gelebt als jetzt, ne? Ich habe dann meinen Bruder mal irgendwie vielleicht unterstützt oder so diese Alltagsdinger. Dann gehst du halt nicht einkaufen von der Karte, sondern bar. Aber man muss ja dazu sagen, das Geld ist ja halt immer erstmal nur in Bitcoins. Genau, wie Weißt funktioniert das du? eigentlich? Das Also ist, es gibt Möglichkeiten, es umzutauschen. Damals in der Szene gab es so Bitcoin-Kreditkarten zum Auscashen, sowas in der Richtung. Und es gibt auch Menschen, die treffen sich mit dir und tauschen es gegen Bargeld. Solche Möglichkeiten gibt Hast du es. sowas mal gemacht? Habe ich mal gemacht, ja. Du konntest nur in Bargeld zahlen. Du hast also dir immer alles auszahlen lassen. Genau, also es läuft so, solche Trades, dass du dich quasi mit jemandem triffst. Es gibt zum Beispiel eine Seite, Local Bitcoins heißt die, das dürften viele kennen. Und da ist auch Face-to-Face-Trade drin. Und im Endeffekt wird dann der, du triffst dich mit dem, wir gucken nach dem Kurs und er kauft deine Bitcoins plus 6%, plus 7% Und der quasi. gibt dir dann Und er privat gibt quasi dann das Geld. Bargeld. Ja. Und das sind auch diese Leute, die das machen, machen das auch wirklich mit Firmen. Das ist ja Also ist erstmal es nicht. schon so was Legales Ja, schlussendlich in oder ist es? Deutschland, ich weiß, in Deutschland, Local Bitcoins mit einer deutschen IP kannst du nicht besuchen. Das ist, also in Deutschland ist es, glaube ich, so, dass Face-to-Face-Trades nicht gewünscht oder erlaubt sind, Geldwäsche halt, ne, ist auch klar. Aber es gibt halt schon Möglichkeiten auf jeden Fall. Aber nicht, dass du jetzt Millionen auszahlen kannst. Also so ist es auch nicht, ne? Schlussendlich ist es ja so, wenn du quasi verhaftet wirst wegen diesen ganzen Drogengeschichten, nimmt man dir eigentlich alles weg. Ja. Alles, was Wert hat, nimmt man dir ja schlussendlich eigentlich weg, oder? Ja. Weil man dann davon ausgeht, okay, der hat es mit dem Drogengeld gekauft, das kommt weg. Komplett, komplett alles. Sprich also auch dein, zum Beispiel jetzt dein Auto, Ja. was du damals gekauft hattest, was passiert dann? Der Staat nimmt es. Ja, also es wird, ist, wie gesagt, es wird alles mit Wert konfisziert, auch die Konten gepfändet und so. Und man gibt vor Gericht eine Verzichtserklärung auf. Man kann jetzt sagen, das will ich zurück, das nicht, aber ich habe eigentlich auf fast alles verzichtet. Also alles, was Wert hat, habe ich darauf verzichtet. Und das, solche Sachen werden dann, wie das Auto, werden versteigert. Oder auch die Bitcoins werden versteigert. Du hast jetzt die Wallet, die du aufgemacht hast, du hast denen quasi die Zugangsdaten gegeben, die ganzen Bitcoins sind weg, das ganze Geld, aber du musst trotzdem noch die Steuern dafür zahlen. Ja, wir alle, das Finanzamt hat uns nachgeschätzt und das war ganz lustig. Den ersten Brief vom Finanzamt habe ich bekommen, die waren schneller als die Justiz, als an Herrn Martin Frost als Geschäftsführer der Wall Street Market GbR. Und dann ging es erstmal um 75.000 Euro Gewerbesteuer. Mittlerweile wurden aber alle auch geschätzt. Also bei mir beläuft, ich bin jetzt auch gepfändet vom Finanzamt tatsächlich. Da geht es aber jetzt um Finanzamt NRW, Umsatzsteuer 650.000 Euro. Und bei mir kommt noch dazu Einkommensteuer auch, bei den anderen auch. Das wird auch nachgeschätzt. Also wir müssen quasi die Gewinne, die wir freigegeben haben, noch versteuern. Das ist so Gesetz in Deutschland. Ist so ein Widerspruch, wenn man sich das überlegt, Ist oder? es aus. Guck mal, mein Hauptproblem mit der Sache ist, ich habe gegen meine Strafe wirklich nichts. Wie gesagt, verdiene ich auch und ne, absitzen, alles gut. Aber seit ein paar Jahren ist es so, auf Drogengeschäfte musst du die Gewinne versteuern. Und es wird dann halt nachverrechnet vom Finanzamt. Jetzt ist aber das Problem, was ich habe: jemand, der wirklich aus schlechten Verhältnissen kommt, nur weiß, wie man mit Drogen Geld verdient, der geht irgendwie, wird erwischt, geht 4, 5 Jahre in den Knast, kommt raus und hat 200.000 Euro Steuerschulden. So, was macht der Typ jetzt? Ja, richtig. Und das ist mein Problem, was ich damit habe, weil die Justiz hat ja auch immer den Auftrag zu resozialisieren. Genau so einen wollen wir nicht haben, weil er 200.000 Euro Steuerschulden hat und nichts zu verlieren, alles macht, um an Geld zu kommen. Klar. Und das ist, finde ich, halt schwierig, tatsächlich. Jetzt ist es halt höchstwahrscheinlich nächstes Jahr soweit. Wie stellst du die Zeit danach vor? Weil ich meine, klar, das sind einige Jahre, die du dann auch absitzen musst. Wie Ja, stellst du es dir vor danach? also es Wie ist schon soll es so, weitergehen? wie gesagt, ich bin ein Mensch, ich glaube an mich. Ich war auch schon immer jemand, der gesagt hat, ich werde mal auch selbstständig sein. Und ich bin auch jetzt schon wieder dabei, das vorzubereiten, zusammen mit Geschäftspartnern. Und ich denke, dass ich werde schon gute Chancen haben auf dem freien Markt, denke ich. Und ich möchte auf jeden Fall auch so diese Prävention weitermachen, diese Aufklärung, weil mir das echt Spaß macht, weil ich sehe, ich erreiche junge Menschen. Ich bin ja bei Maximilian Pollux im Verein mit drin. Und ich möchte auch wirklich mehr in diese Speaker-Richtung gehen, B2B, weil ich merke, das ist bei
gerade bei Firmen auch echt gefragt, so Cybersicherheit. Mhm. Und ne, viele machen sich da überhaupt keine Gedanken drüber. Das stimmt, ja. Und man kann da präventiv so viel machen, dass es erst gar nicht zu so krassen Dingern kommt. Und das sind die Sachen, die ich in Zukunft gerne machen würde. Ich würde vielleicht im Knast auch ein Buch gern schreiben. Okay. Da geht es aber gar nicht so um Geld, sondern einfach, dass ne, irgendwann vergisst du, weil alles weit weg ist und so. Ja. Ich will mir das nochmal reinbringen und auch für mich zu Papier bringen. Das möchte ich machen. Ob ich dann veröffentlicht werde, weiß ich noch gar nicht. Okay. Aber das sind so die Ziele und ein Studium nochmal dann im Knast. Du willst nochmal studieren? Ich möchte studieren, ja, im Knast. Cool. Also grundsätzlich hast du dir schon ein bisschen was überlegt. Ja, ich glaube, das Schlimmste halt, also für mich wäre das Schlimmste, wenn ich jetzt irgendwie die Jahre absitze und zurückgucke und denke, fuck, ich habe einfach nur abgesessen, ohne was zu machen. Ne? Ich glaube, wenn du ein Ziel vor Auge hast und auch sagen kannst, okay, ich habe wenigstens irgendwie ein Studium gemacht, Buch geschrieben, dann ist die Zeit nicht so verloren. Dann hast du auch irgendwas Sinnvolles aus der Zeit gemacht. Genau, dann hast du was Sinnvolles gemacht, ganz genau. Ja. Würdest du, wenn du jetzt mit dem Wissen natürlich, was passiert ist, würdest du es nochmal tun? Nie wieder. Nie im Leben, ne. Glaube ich. Ne. Also selbst wenn ich jetzt... selbst wenn ich wissen würde, die erwischen mich nicht, ich würde es nicht nochmal machen. Aber du hattest ja grundsätzlich eigentlich nicht den... Du hast ja gar nicht drüber nachgedacht. Nein. Du hattest ja nicht im Kopf, okay, ich werde irgendwann geschnappt oder so, weil das ist halt dieses... Und das ist halt das Ding, ja. Und das, auf der anderen Seite ist es auch gar nicht schlecht, dass die mich erwischt haben, weil wer weiß, wo es hingegangen wäre. Ja. Und ich habe wirklich jetzt ein ganz anderes Mindset und gucke ganz anders auf die Dinge, weil ich halt... Es war halt ein heftiger Schlag, aber ich bin halt aufgewacht, ne? Viel zu spät. Ja. Und... ich habe mir wirklich keine Gedanken gemacht darüber, ehrlich. Also ne, natürlich weißt du, dass Drogen illegal sind, aber der Mensch ist gut im Verdrängen. Du tust es irgendwo rein, denkst dir so Grauzone. Ne, weil es halt auch virtuell ist. Weil es halt auch virtuell ist, das Ding, und nicht greifbar. Ja. Das ist das Problem, ja. Gut, ich habe jetzt noch ein paar Zuschauerfragen. Gerne. Die würde ich dir ganz gerne nochmal hier stellen, denn ich habe ja hier im Community, habe euch gesagt, dass wenn ihr vielleicht irgendwelche Fragen habt, die ihr dem Martin stellen wollt, werde ich jetzt hier 5 vorlesen und fangen wir mit der ersten Frage an. Ich werde sie hier oben auch irgendwo immer einblenden, könnt ihr sie nochmal lesen. Was hältst du generell vom Darknet? Was ist deine Meinung dazu? Also das Darknet, oder wir müssen ja erstmal unterscheiden zwischen Deep und Darknet. Ne? Mhm. Aber das Deep Web an sich, auch sage ich jetzt mal Hidden Services, sind eine wichtige Geschichte, finde ich. Und ne, in Deutschland haben wir den Luxus, dass du deine Meinung frei sagen darfst, dass es Pressefreiheit gibt. In anderen Ländern ist es nicht so. Und für Whistleblower, für Journalisten, die frei arbeiten wollen, ist so eine Plattform ganz, ganz wichtig, die in Ländern arbeiten, wo halt zensiert wird oder wo Menschen auch verfolgt werden. Genau. Die so regimekritisch sind. Ja. Und deswegen, ich halte Onion für wichtig und das braucht man auch in der Welt. Und das ist halt, das Problem ist halt, es kommt immer darauf an, wie wir es nutzen. Klar, wenn es Dienste oder Tools gibt zum Anonymisieren, wird es auch immer für kriminelle Sachen genutzt. Du kannst aber deswegen nicht sagen, das ist an sich böse oder gut. Das ist nichts erstmal. Es ist neutral. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Genau, das ist im Endeffekt auch, was ich selber sehr oft sage. Es hat ja nicht nur negative Punkte. Nein. Du hast halt auch, wie gesagt, Länder, die keine Meinungsfreiheit haben, keine Pressefreiheit. Ja. Da kannst du, da haben einfach diese Leute einfach den Zugriff und können zum Beispiel, keine Ahnung, sei es Medien ganz oder was genau. auch immer lesen. Ja. Cool. Eine weitere Frage ist, was war das Heftigste, was du im Darknet jemals gesehen oder erlebt hast? Gab es da irgendwann mal einen Moment, wo du gesagt hast, wow, oder... Ja, tatsächlich. Also mich hat eine Forum-Section bei Deutschland Deep Web hat mich mega mitgenommen. Und zwar gab es da einen Forenbereich für Leute, die suizidal unterwegs sind. Und da haben sich teilweise Leute so besprochen wie... bringe ich mich am besten um oder sich da irgendwie verabredet. Und das hat mich übertrieben geschockt, muss ich sagen. Das ist auch wirklich heftig. Also das hat mich heftig geschockt. Du weißt halt, bei solchen Sachen ist es halt meistens auch wirklich so, dass diese Leute wirklich in diese Foren gehen, weil es höchstwahrscheinlich auch so ist. Und das war auch also kein Fake. Das genau, wirklich, das meine ich. Ja, das waren Leute, die mit ihrem Leben Probleme haben und sich nicht Hilfe suchen. Ja. So, und das hat mich so mitgenommen. Und auch wirklich, da haben welche geschrieben, die waren so jung. Und dann tun die so sich... Wie mache ich das am besten mit dem Gas? Man holt sich da echt Tipps, sich selber umzubringen. Deswegen, Leute, wenn ihr so Dinge habt, dann sucht euch Hilfe, ehrlich. Also das hat mich mega erschrocken. Ja. Sowas ist auch echt wirklich, wirklich krass. Also, schlimm. Weil viele denken immer, ja, hier irgendwie, da wird jemand gefoltert oder so. Aber diese mentalen Geschichten und wenn du dann wirklich auch diese Schicksale quasi liest. Ja, was, und wenn dann Leute drunter schreiben, ja, nein, du musst es so machen, sonst stirbst du nicht wirklich oder bist ein Krüppel. Genau. Solche Sachen werden, Alter, seid ihr dumm oder was? Helft den Leuten. Ja.
So, das ist echt, das ist das Schlimmste, ja, was ich so gesehen habe. Ja, ich habe öfters solche Sachen in so Gruppenchats im Darknet schon gelesen, wo dann Leute sagen, oh, ich will das und das machen. Und dann sagen die, du bist eine Pussy, machst du eh nicht, mach das so und so. Weißt du, das sind krass. Und sowas funktioniert vor allem bei jungen Menschen. Ja. So dieses Ansticheln ne? Du bist eine Pussy und so, Alter. Ja. Katastrophe. Ja. Ja, ganz, ganz klar. Genau, warst du zuvor straffällig oder hattest du irgendwelche Straftaten begangen vor der Erstellung des Marktes? Nee. Also gab es da schon mal irgendwas? Nee, Jugendsünden mal irgendwie in einem dorffesten Straßenbegrenzung rausgerissen, ja, ne? Also, was wir alles gemacht haben. Das kennen wir doch alle. Aber ich war nicht vorbestraft. Okay. Das ist auch eine sehr interessante Frage, und zwar, wie komplex ist es eigentlich, so einen Dark Web Marktplatz zu erstellen? Also für jemanden, der sich mit Webentwicklung oder damit auskennt, einen Webserver aufzusetzen, im Clearnet auch, ist es nicht schwer. Es ist im Endeffekt nichts anderes wie einen normalen Webserver aufsetzen im Clearnet, nur dass du halt noch Onion installierst. Aber schlussendlich derselbe Prozess. Ja. Ja. Wie war deine Kindheit und in welchen Verhältnissen bist du aufgewachsen? Das ist eine gute Frage. Das ist echt eine sehr interessante Frage. Weil ja oft immer so gesagt wird, ne, jemand, der irgendwie kriminell wird, der hat eine schwere Kindheit. Ich hatte keine schwere Kindheit. Ich bin ganz behütet aufgewachsen. Mhm. Papa hat immer einen guten Job gehabt. Ne? Mama war zu Hause, hat sich um uns gekümmert. Intakte Familie. Wir hatten, wo wir 7 waren, haben wir ein Haus gebaut und so. Mir ging es auch immer gut. Ich bin gut aufgewachsen und ich hatte auch immer während meiner Zeit gutes Geld verdient. Mhm. Also auch während Wall Street Market, ne, habe ich gutes Geld verdient und ich kann sagen, ich hatte eine ganz behütete Kindheit. Also nichts, wie die meisten wahrscheinlich denken würden, weil, wie du schon gesagt hast, die meisten gehen immer davon aus, jemand, der sowas tut, hat irgendwie eine ganz verkorkste Kindheit oder hat... Nee. Bei dir absolut gar nicht. Nee, gar nicht, null. Gut. Das wäre es an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. War mega nice. Auch, es hat einfach auch wie die Faust aufs Auge gepasst hier für den Kanal. Ich meine, hier habt ihr endlich mal einen wirklichen Profi, was das Dark Web, Deep Web, Darknet angeht. Nicht nur mich, der immer vor der Kamera sich irgendwelche Seiten anschaut, sondern hier habt ihr einen wirklichen Profi. Wenn ihr weitere Fragen an Martin habt, ich verlinke euch unten seinen Channel und allgemein seine Social-Media-Kanäle. Könnte ja sein, dass vielleicht irgendwas euch noch offen steht, was ihr ihm vielleicht noch fragen wollt, könnt ihr ihm sehr gerne die Fragen stellen. Gehe ich mal davon aus. Klar, ja. Schaut bei ihm gerne vorbei, abonniert auch seinen Kanal, denn er macht auch sehr viele YouTube-Videos. Sehr, sehr viele interessante Themen. Ich glaube, du hast ja auch noch ein Video selber hochgeladen, wo du ein bisschen drüber erzählst, von deiner Haftstrafe und so weiter. Schaut vorbei und in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Und auch Dankeschön an die Location hier, Plan B Shisha Bar. Ja, in dem Sinne, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So als kleines Special, ich weiß jetzt auch gar nicht, wie lang es geworden ist. Ich werde, denke ich, so gut wie nichts schneiden. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn ja, schreibt es unten in die Kommentare. Und in dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Friends. Ciao, ciao.